Und herzlich willkommen an diesem Donnerstag im Hafen von Letzthafen. Das Wortspiel fand ich so toll, dass ich es jetzt unbedingt nochmal bringen musste. Und wir haben hier so viele Sachen, dubioser Kerl und hier Flark, der Mann mit dem besten Namen ever. Ever? Ich kann nicht reden. Ever? Hallo? Hallo? Ever? Und ich dachte ja schon, ich könnte heute wirklich nicht reden, weil ich habe mich mit mördermäßig Kopfschmerzen hier an den Computer gesetzt. Aber nachdem ich im Vorlauf quasi noch ein ganzes 300 Milliliter Glas Wasser und das danach mit Cola gefüllt habe, zusammenhängender Satz bitte, geht's jetzt wieder. Und anscheinend habe ich mich jetzt gerade auch eingeredet. Ich habe mir eingeredet, reden zu können. Hey Flark, wie geht's? Gleich reden wir mit dem dubiosen Kerl. Hallo. Ich sehe aus gut. Ihr sollen gehen mit Flark. Was? Ja, auf meiner Arbeit sage ich auch immer vor mich hin, ich sehe aus gut, wir sollen gehen mit Swings. Nur sitze ich jetzt ja gerade, dann kann man nicht mit mir gehen. Zum Glück. Da habe ich auch irgendwie gar keine Lust zu, das wäre mir im Moment zu anstrengend. Da muss man sich ja drum kümmern und Absprachen halten und dann darauf achten, dass der andere nichts falsch versteht, weil er dann eifersüchtig wird oder so. Nee, das muss grad nicht. Ihr seht aus wie jemand, der weiß, wie man in den Schatten leben muss. Das sagst du zu jedem, oder? Was, wenn ja, was gehen euch an? Es gehört zu meinem Geschäft, solche Dinge zu bemerken. Meine Schatten sind gelb, deswegen hat mein Bild auch einen Gelbstich. Vielleicht braucht ihr ein paar wirklich nützliche Gegenstände, nicht so wie das, was ihr habt. Oh, Flark, du siehst so gut aus. Dann bin ich für euch die erste Adresse und die beste. Ich habe alles, was euer Leben angenehmer macht. Oh, du haben Masseur. Oh, wollen sie ihn wahren. Du haben Stresslessessel. Stresslessessel. Oh, wir können vielleicht mal ein paar Sachen verkaufen, oder? Kannst du auch Sachen identifizieren oder kann man das nur im Tempel? Aha, Rettungswürfe Zähigkeit. Dafür kriege ich 158. Oh, Reaktion des Händlers, das ist freundlich. Haha, sehr schön. Das bedeutet, wir kriegen ein bisschen mehr Geld. Oh, hier ist gar nichts drin. Das ist ja blöd. Negativer Energiestrahl. Nein, negative Energien wollen wir hier nicht. Die werden ausgeschlossen. Ein Goldmünze für Drachenblut, hallo. Das hat vielleicht sehr viel Mühen gekostet, das, Ring des Schurken, dafür kriegen wir nichts. Das kommt jetzt mal hier rein. Amulett des Stamms des Roten Tigers, dafür kriegen wir auch nichts. Vielleicht sammeln wir die Sachen auch lieber alle hier. Nee, die Kiste ist schon ganz gut. Hast du noch einen nimmervollen Beutel? Du hast lauter Fallen. Und eine Fackel, die brauchen wir jetzt ja zum Glück nicht mehr. Nee. Ein Amethyst. Ja. Keine Angst, das wird spannender noch. Was? Magisches Geschoss? Stab der magischen Geschosse. Heben wir für den Notfall auf. Das kommt dann wirklich hier rein. Besonderes Weihwasser. Kommt mal hier rein. Trank der Schnelligkeit. Nö, Schnelligkeit brauchen wir nicht. Auch nicht im Denken. Ach, hier haben wir noch einen Stab der magischen Geschosse. Ich glaube, der sollte aber hier bleiben. Probe der Kälteresistenz, weg damit. Sphäre der Bla. Gürtellus, nicht identifiziertus. Den haben wir schon, die schimmernde Schärpe. Drachenblut tut selten gut. Das haben wir hier schon, oder? Kann man das stacken? Nein, das verkaufen wir nicht. Öffnen. Kann das nicht stacken? Schade. Dann kommt das doch nicht da rein, sondern hier. Haben wir anscheinend ganz viel Platz. Die ganzen Schlüssel und so dürften weg sein, oder? Nur den Nachtschlüssel zum Zoo haben wir noch. Und Linus Blume. Linus Geschenk. Kann man die irgendwo, das irgendwo anlegen? Das wäre lustig, wenn man das sich hinter das Ohr stecken könnte. Aber beim nächsten Kampf, zack, wäre das kaputt. Schild. Weg damit. Weg damit. Normalo-Bolzen für den Notfall. Okay, hier haben wir jetzt die Sachen, die wir nicht stacken können. Und wir haben ja noch ganz viel Tränke. Segen. Boah, ist
manchmal ganz nett, ne? Also, wieso, wo ist der denn jetzt? Ach, den habe ich da. Ja, herzlich willkommen bei Let's Sortier das Inventar. Klarheit brauchen wir nicht. Verschlagenheit des Fuchses brauchen wir nicht. Leichte Wunden heilen brauchen wir inzwischen auch nicht mehr. Funkeln die Halskette, mal wieder. Durch plus 1 weg damit. Das Drachenblut packen wir mal auch hier rein. Vielleicht finden wir mal irgendwen, der das braucht. Anweisung von Kallik. Oh, gibt eine Goldmünze. Hier kannst du haben. Kaninchenbär. Falls wir nur noch mal einen Pesthaufen finden, eine Fackel. Teilweise Genesung. Kommt mal hier rein. Das Drachenblut kommt. Wo haben wir das jetzt hin? Hier hin? Ach ja. Teilweise Genesung kommt hier rein. Der Malachit kommt nach da. Das kommt nach da. Das verschenken wir. Ach, das geht nicht. Dann lassen wir es fallen. Das brauchen wir nicht. Und Diebeswerkzeug kommt nach da. Das können wir auch nicht hier brauchen. Und schon sieht die Sache doch viel besser aus. Füllen mal noch die Bolzen hier ein bisschen auf. So. Ich muss mich gerade arg zurückhalten, um nicht noch weiter... Plus 2. Plus 1. Weg damit. Plus 2. Ja, so viel Geld haben wir, oder? Wo ist unser Geld? Was? Was? Wir haben nicht so viel Geld. Ja, alles klar. Ich sag Bescheid, wenn alles klar ist. Rindenhaut kann weg. Weisheit der Eule kann von mir aus auch weg. Ausdauer behalten wir, Segen behalten wir, Unsichtbarkeit kann auf jeden Fall weg. Leichte Wunden heilen, naja. Da haben wir noch 10, das kann auch weg. Ausdauer können wir stacken. Teilweise Genesung haben wir schon 6 Stück von. Mittelschwere Wunden heilen, kritische Wunden heilen. So, jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Gut, ich würde sagen, wir verkaufen mal ein paar Bolzen, um an unser Ziel, Rüstungsarmschienen, heranzukommen. Seht euch den Goldstand an. Das wäre Swings nicht passiert. 16. Sehr schön. Handel erfolgreich. Tja, seufz. Ach ja, naja. Haben wir hier noch schöne Sachen? Leichte Armbrust? Nö. Oh, Durchdringungspfeile. Die Pfeile sehen sehr schön aus. Das ist alles sehr schön gepixelt und so. Amulett dann natürlich noch Rüstungsklasse plus 2. Da haben wir Elfenamulett. Das werden wir auch nicht ablegen. Goldring, Zähigkeitsring, Schutzring plus 2. Und wir haben einen Schutzring plus 1. Der Schutzring plus 2 kostet 5000. Ja, klar. Da würden wir 300 für kriegen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen für sparen. Ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. So. Gut. Danke für die tollen Waren. Die sind sicher minderwertig und so. Wo ist denn unser gut aussehender Flark? Flark. Ich möchte einen Heiratsantrag machen. Nein, möchte ich nicht. So, gucken wir uns gleich mal dieses Gebäude an vielleicht. Oh, das geht sogar. Ich denke, wir werden uns erstmal in Letzthafen ein bisschen umtun. Hafenhaus. Captain Mung und Privek. Prichev. Was? Ich hätte wissen sollen, dass ich euch nicht trauen kann. Kaum auf die Sache ein bisschen gefährlich ist der vereinbarte Preis plötzlich zu wenig. Ja, hast du was zu erwidern? Captain Mung. Stoffballen. Was ist denn in den Stoffballen drin? Vielleicht Stoff? Oh, ein Feuerachat. Na, Privek. Ach nee, warte, wir gucken uns erstmal die Kiste an, ja? Wenn ihr erlaubt. Hey Kumpel, Geschäft ist Geschäft. Ich tue euch einen Gefallen und dann tut ihr mir einen klar. Und mit Risiko, das hat überhaupt... Und mit Risiko hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, unterhaltet euch mal weiter. Ja, fein, super. Das sind ja Reichtümer, die wir hier auftun. Das ist enormst. Das ist beeindruckend. Das ist einfach nur wunderbar. Jo. 6 Goldmünzen. Hallo! Hafenkontrolle? Du bist ein Kapitän?
Ich bin hier derjenige, der Aufträge erteilt und ihr seid der, der sie annimmt. Das hier muss nach Niewinter, ihr wollt Geschäfte machen? Nun, dann macht, nehmt es. Ihr scheint mir jemand zu sein, der Überzeugungskraft besitzt. Oh ja, naja. Sagt doch mal dem Trottel dort, dass er mich den Marmor laden und nach Tiefwasser bringen lassen soll. Wer ihr sein? Warum nicht machen nett Gespräch mit anderen Kerl? Ihr könnt mich Captain Mung nennen. Mir gehört das Schiff, das Waren aus Letzthafen an andere Orte bringt, an Orte, die ich auswähle. Aber dieser üble Hafenmeister macht mir das Leben schwer. Sagt mir, würdet ihr nach Niewinter liefern, wenn ihr nach Tiefwasser unterwegs sein könntet? Ganze Geschichte hören wollen, die Wahrheit, ja? Dieser Penner will, dass ich nach Niewinter fahre, aber dort wütet die Pest und ich riskiere nicht mein Leben, nur um ein paar Lebensmittel und Vorräte abzuliefern. Hallo? Du ein ganz netter Kerl sein, von ganz netter Sorte. Besonders da nicht, wenn ich die Wahl habe, entweder mein Leben zu riskieren oder eine Lieferung Marmor zum Zahltag nach die Fasse zu bringen. Es geht um gutes Geld. Ich gehe und mit Hafenmeister reden. Danke, ich will euch nicht festlegen, aber wenn ihr ihn dazu bringen könntet, mir die gute Leistung zu geben, wäre ich sehr dankbar. Also, ich weiß ja nicht, wir kommen direkt aus Niewinter. Ich grüße euch. Ich habe gesehen, dass ihr mit Captain Mung gesprochen habt. Er hat euch sicher Lügen über mich erzählt. Wollt ihr euch wenigstens meine Version anhören, bevor ihr eure Entscheidung trefft? Ich immer so machen. Ich immer hören beide Versionen. Weil, ich meine, beide Versionen subjektiv, du dann zusammenrechnen und dann du einigermaßen objektive Version haben. Manchmal nicht mal das. Warum streit mit anderen Kerl, hm? Was geht euch das an, hä? Ah, tut mir leid, mein Name ist Privek und mir läuft gerade die Zeit davon, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Hallo, ich will euch zwar nicht mit meinen Sorgen belasten, aber wäre gut, mal mit jemandem zu reden und wer weiß, vielleicht könnt ihr mir helfen. Sagen, hä, hören zu? Ich habe zwei Lieferungen. Die eine nach Tiefwasser, die eine nach Niewinter. Die Ladung nach Tiefwasser bringt mir ein, aber die nach Niewinter soll die Not dort lindern. Sie wurde von den Bürgern von Letzthafen gespendet. Der gute Captain Mung hat Platz für eine einzige Lieferung. Natürlich will er das Geld für die wertvolle Ladung, aber die Leute von Niewinter brauchen diese Ladung Hilfsgüter. Diese Ladung Ladenhüter, wollte ich gerade lesen. Das hätte keinen Sinn gemacht. Ist das Mikro an? Ja. Denken, zu viel verlangen, machen Handel. Was? Gesprochen mit Captain. Was? Machen Geschäft. Nee. Nochmal gehen, überreden ihn. Danke, ich kann euch nicht versprechen, aber wenn ihr nicht ihn dazu bringt, seine Meinung zu ändern, nun, das wäre einfach das Richtige. Da du recht haben, aus moralischer Sicht. Hallo! Habt ihr diesen Trottel schon dazu gebracht, dass er den Hafen freigibt? Ohne den Marmor laufe ich nicht aus und dann geht's direkt nach Tiefwasser. Da ist Zahltag. Gesprochen mit Hafenmeister, wollen ihr Meinung ändern. Was? Ihr schlagt euch auf seine Seite? Ich riskiere weder mein Leben noch das meiner Leute. Glaubt nicht, dass die Pest schon geheilt ist. Fragen, ob denken an hungernde Leute, die verhungern, ihr werden reich. Was? Die verhungern, ihr werden reich. Musstet ihr das so drastisch ausdrücken? Also schön, ich übernehme die Ladung, aber jetzt lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun. Das war ja leicht. Das ist jetzt drastisch. Ich habe mich so bemüht, es in meinem Kopf euphemistisch zu formulieren. Und da kommt ihr und sagt das so. Das geht doch nicht. Doch, das gehen, ihr sehen. Oh, Flark, sag nochmal, wie gut du aussiehst. Hallo. Ihr sehen gut aus. Ach so. Ich habe mich nur verlesen. Ihr sehen gut aus. Ja, okay, das nutzt ihm ja nicht so viel. Ich habe gelesen, ich sehe gut aus. Aber I und H liegen so nah beieinander und eigentlich fehlt da nur ein C dazwischen und das R habe ich dann komplett ignoriert und Sphinx kann nicht mehr richtig laufen. Eigentlich wäre sie jetzt ins Wasser gefallen. Noch mehr Schiffe. Und was sagen Sie, Mann, hier? Ja. Hallo. Ich würde mich gern mit euch unterhalten, aber ich habe jetzt keine Zeit, euch alles zu erklären.
zum Beispiel, wozu eine Unterhaltung generell gut ist, oder was? Oh, da ist sogar ein Segel. Die anderen Segel sind wohl gerefft. Die können wir hier nicht erblicken. Wie kleinteilig diese Spiele eben auch sind. Und man sitzt dann da halt, als wenn man sowas selber machen wollen würde. Du brauchst halt verschiedene Texturen für den Boden und fürs Gras, damit das alles nicht langweilig wird. Und irgendwann denkt man, oh, man hat genug. Aber wenn man dann anfängt, die Maps zu erstellen, dann sieht alles irgendwie doof aus, wenn du nicht genug hast. Zum Beispiel die Sanduhr ist ja auch tausendmal vorhanden. Hallo, Bauer. Hallo. Steckt eure Waffe weg, meine Dame. Ich will euch nichts Böses. Aber ich vielleicht euch wollen was Böses. Hier ist eine Fliese. Die sieht komisch aus. Zack. Und schon sind wir wegteleportiert. In den Tempel von Tyr. Und was die Leute uns hier zu sagen haben. In diesem unterirdischen Tempel, der ich weiß nicht wo liegt. Unter der Erde wahrscheinlich. Hier haben wir wieder das übliche Erkenntnisbecken und so weiter. Das werden wir nächste Woche erfahren. Und auch, ob es dann endlich mal hinausgeht aus Letzthafen. Wir haben ja schon anfängliche Probleme geschlichtet und unser ganzes Geld ausgegeben. Da sind wir sehr, sehr gut drin gewesen. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es nach diesem ganzen Geraften ein bisschen wieder zur Ruhe gekommen ist hier. Ja, wir werden aber noch einiges erleben. Wir haben ja auf jeden Fall schon mal eine Bauersfrau zu retten. Und weitere Informationen in Letzthafen zu sammeln. Neurik und Kaljandros haben auf jeden Fall sicher noch wichtige Informationen für uns. Das werden wir nächsten Dienstag erfahren, wenn es wieder heißt Let's Play Neverwinter Nights 1. Gehabt euch wohl und denkt dran. Bald ist Wochenende. Tschüss!